Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wir haben beim letzten Mal Nimmerland abgeschlossen und sind dann anschließend zum mystischen Turm gereist, wo wir von Meister Yen Zid den Auftrag erhalten haben, nach Miki zu suchen. Diesen haben wir dann sogar anschließend bewusstlos hier auf der Steppe der Geheimnisse gefunden und auch Meister Xehanort ist erschienen, der uns die gesamte Wahrheit hier über Ventus offenbart hat, und zwar, dass Ventus und Vanitas ja mal eine Person waren und den Schlüssel zur Key-Klinge bilden, dem mächtigsten und eigentlich überhaupt dem Urschlüsselschwert überhaupt. Ja, und jetzt will eigentlich Ventus ja genaueres erfahren und dafür soll er ja Meister Erakus fragen, der ja hier im Land des Aufbruchs ja eigentlich ja noch zu finden ist. Gut, aber bevor wir ja da hinreisen, hatte ich ja erstmal eigentlich ja was anderes vor, nämlich ja Eiscreme-Zutaten zu sammeln. Und ja, ich hatte eigentlich ja auch gesagt, dass ich eigentlich dafür die Mirage-Arena vorbereiten wollte. Allerdings, naja, habe ich das bisher leider noch nicht geschafft, weil etwas die Zeit gefehlt hat. Deswegen, ja, dachte ich mir mal, ich mache das jetzt einfach mal hier während der Aufnahme. Viel muss ich eigentlich ja nicht tun. Also damit ich die Eiscreme-Zutaten ja möglichst schnell kriege, muss ich eigentlich ja nichts weiteres tun, als das Arena-Level jetzt hier auf Stufe 5 zu bringen. Dann kann ich mir nämlich ja so ein spezielles Ticket kaufen, das dann verfügbar ist. Und ja, durch ein paar kleine Kämpfe können wir ja das ja schnell bewerkstelligen. Außerdem wollte ich ja eigentlich auch noch die Gelegenheit ja dazu nutzen, das letzte Kommandobrett zu zeigen, denn das ist ja eigentlich ja sowieso schon hier freigeschalten. Okay, ganz schön lange Ladezeiten hier heute. Willkommen in der Mirage Arena. In der Mirage Arena stehen mehrere Spielmodi zur Verfügung. Arena, Kommandobrett und das Karambolage-Rennen. Ja gut, wähle die Farbe deiner Rüstung. Nö, brauche ich nicht. Das reicht so, wie es ist. Immerhin, auf der PS3-Version ist ja schließlich kein Online-Modus, also macht es ja auch keinen Sinn, jetzt hier andere Rüstungsfarben zu tragen. Ja, okay, ich mache eigentlich ja nur was ganz Einfaches. Also wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich ja hier nur das Kommandobrett erstmal machen. Also für den Anfang zumindest. Und zwar nämlich das hier, das geheime Brett. Mit drei Spielern. Ne, drei sind zu viel. Also ich mache das mal lieber mit zwei Spielern. Das ist mir dann wesentlich angenehmer. Und ja, 20.000 Punkte muss ich hierbei erreichen. Mal sehen, wie mir das gelingt. Also das wird jetzt also unser Auftakt hier in der Mirage Arena. Wir müssen eigentlich ja insgesamt nur 5 Bedingungen erfüllen, um 5-mal das Arena-Level hier zu steigern. Und ja, dann kann ich mir eigentlich ja so ein spezielles Ticket holen, bei der ich dann diese eine Mission machen kann, wo dann die Fortunas hier auftauchen, von denen ich die letzten Zutaten kriege. Ist doch einfach, oder? Gut, dann legen wir mal los. Das geheime Brett hier spielt im Land des Aufbruchs. Punkteziel sind 20.000 und unsere Gegnerin ist Aqua. Warum trägt sie eigentlich keine Rüstung? Egal, sie darf trotzdem anfangen. Ist ja auch natürlich so. Ladies first natürlich. Kennt man ja. Okay, und sie kriegt nur eine 1. Okay, dann sind wir jetzt an der Reihe. Okay. Würfeln wir auch mal unsere Zahl und wir kriegen ebenfalls eine 1. Mann, wie lame. Ja, da kann die Partie jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern. Na gut, ich werde jetzt einfach mal eine kleine Auszeit nehmen. Alles klar, dann machen wir mal hier weiter. Unser nächster Wurf und wir würfeln eine 5. Wunderbar. Dann kann ich hier auch mal gleich was ablegen. Und zwar, ach, ich nehme den Magnega-Zauber. Mit etwas Glück kommt er hier sogar auf Maximalstufe und dann habe ich Kombo-Meister endlich drinne. Okay. Sie hat Magnera. Okay, und los geht's. Eine 4. Ah, nee, ich gehe am besten erstmal weiter in die Richtung. Und wir legen noch was ab, und zwar den Multiwurf. Wäre aber nett, wenn ich trotzdem nur den noch irgendwann zum Einsatz bringen kann, damit er ja mal sieht, wie, was er so kann. Da, 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 da. Okay, da geht Aqua gleich hin mit solchen 1000 Punkten in Führung. Na gut, aber wir holen ja auch gleich auf. Außer jetzt natürlich, ich ziehe jetzt hier gerade totalen Schrott, aber nein! Zum Glück nicht. Okay, ich muss jetzt eigentlich mal überlegen, wo ich als nächstes weitergehe.
Erstmal kann ich ja hier was ablegen und zwar... Ja, eigentlich brauche ich hiervon gar nichts. Ich packe erstmal das hier hin. Ah, ich sehe schon. Ich komme ja eigentlich auch sowieso aufs Bonusfeld. Das ist ja gut. Und, oh nein, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Captain Finster, ernsthaft? Naja, aber es hat eigentlich einen Vorteil. Ich verliere zwar leider Punkte, weil ich ja jetzt den an der Backe habe, aber... Gerade weil ich ihn ja jetzt hier praktisch aufs Feld gerufen habe, komme ich ja jetzt auch gleich seinen D-Link, wenn die Partie vorbei ist. Müsste ich eigentlich theoretisch. Ich weiß ja jetzt leider nicht, wie das mit den Kommandobrettern ist, die jetzt in der Mirage Arena genutzt werden, weil die sind ja ein bisschen anders. Thank you. Did you see that? Ey, oh Gott, so viele. Gehen wir erstmal hier hin. Den Schlüsselschwertreiter. Und ich glaube, ja, richtig. Ich bin jetzt Captain Finster zum Glück losgeworden. Weil ich ihn ja jetzt auf Aqua gehetzt habe. Alles klar, gut. Ich werde jetzt erstmal woanders hingehen, nämlich hier hin. Möglichst weit weg von dem Typen. Ja, okay. Bekommen wir erstmal eine neue Kommandokarte und ich darf jetzt wieder ein Feld erhöhen. Nee, warte, ich nehme mal... Das hier, genau. Das hat dann schon ein bisschen mehr Punkte zusammen. So, okay, Aqua, ich wünsche dir viel Glück. Ja, das nenne ich leider Pech, aber na gut, jetzt bin ich wieder dran. Okay, und ich kriege auch erstmal gleich mal schön Bonuspunkte vom Glückskubus. Oh yes! Juhu! Okay, da kann ich erstmal wieder was abladen. Und zwar Folger, genau, das ist wichtig. Denn ich habe ja schließlich vor, daraus noch was Hübsches zu verschmelzen. Okay. Alles klar, ich weiß ja schon, wo ich als nächstes lang darf. Also ich gehe auf jeden Fall nicht da lang, wo jetzt eigentlich ja jetzt hier diese leeren Felder sind. Die sind mir echt doch ein bisschen zu teuer. Oh, da habe ich ja Glück gehabt. Wieder Schlüsselschwertreiter. Okay, dann wollen wir mal jetzt da hinten hin. Gut. Kommen wir erstmal ein neues Kommando dazu und ich darf jetzt mal wieder was steigern. Machen wir erstmal mal das hier. Jetzt hat es Level 2. Oh, und läuft eigentlich ja ganz gut. Wir haben schon fast die Hälfte der Punkte zusammen. Und Aqua wird hier einfach erstmal ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Die Arme. Okay, jetzt verkauft sie noch ein Feld. Ist traurig. Einfach nur traurig. Aber naja, gut. Was soll man machen? Jetzt muss ich hier aber aufpassen. Okay, eine 1. Oh Gott, das ist übel.
muss sie wieder was verkaufen. Das ist einfach Pech. Jetzt muss sie ihre gesamten Felder hier wieder verkaufen, nur damit sie ein paar Punkte reinbekommt. Ich frage mich eigentlich ja, was passiert, wenn jetzt eigentlich überhaupt gar keine Punkte mehr verfügbar sind. So. Vielleicht kriege ich das ja sogar diesen Part heraus. Außer Aqua schafft es noch irgendwie was zu reißen. Weil ich denke, Captain Finster sollte jetzt eigentlich bald nicht mehr allzu lange da sein. Aber so wie das jetzt momentan läuft... Boah, okay, Captain Finster ist weg und ich habe Kommandofeld verkaufen. Okay, gleicht sich aus. Alles klar. Also Aqua verliert eigentlich nicht. Sie muss ja eigentlich lediglich dafür sorgen, dass sie ja jetzt hier wieder Punkte reinbekommt. Gut, wir sind wieder beim Schadfeld und bekommen sogar einen Joker. Oh Mann, das ist irgendwie langsam ein bisschen unfair. Ich habe heute echt unverschämtes Glück anscheinend. Aber mal sehen, wie lange das noch hält. 1, 2, 3. Und ja, dann ist sie erstmal auf dem Feld. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, muss ich schon mal sagen, Aqua hat es echt nicht leicht. Ich gehe einfach hier mal weiter. Und ich sollte mal daran denken, mal den Jokerball zu benutzen. Okay, packen wir aber erst einmal den Schatzwurf hier hin. Ah, okay. Check this out. Nehmen wir einfach mal das hier. Und was kriegen wir? Doppelte Maut. Oh, cool. So, das heißt jetzt also, werden meine alle Fälle hier erstmal verdoppelt. Für eine gewisse Zeit. Thank you. That's the way. Okay. Naja, mein, jetzt ist sie wenigstens jetzt aus ihrem Minus raus. Jetzt hat Aqua keine Schulden mehr. Und ich bekomme jetzt erstmal das hier. Okay, eine neue Magiekarte dazu. Und ja, was steigern wir denn jetzt erstmal? Ja, warte mal. Ah, Mann. Das ist manchmal echt ganz schön hakelig hier. So, die wollte ich haben. Weil die noch von allen am wenigsten Punkte hat. So. Alles klar, wir haben schon mal wenigstens die Hälfte zusammen. Während Aqua hier jetzt eigentlich ja noch nicht mal jetzt ihr Startkapital mehr hat. Naja, aber gut. So läuft das im Glücksspiel nun mal. Naja, ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier leider mir ein bisschen die Boni versaue. Ich habe so viele schon bereits nebeneinander liegende Felder hier gemacht und trotzdem... Nice. Oh. Ja, und trotzdem, ja, kriege ich jetzt keine Bonuspunkte dafür, weil es ja nicht die gleichen Kommandos sind. Na egal. Gut, packen wir das hier hin. Boah. Oha, das wird natürlich übel jetzt. So, eine 1. Schwertfallserie. Oh, das nehme ich mit. Okay, ich weiß ja schon, wo ich lang gehen will. So, okay. Gucken wir mal. Eine 5. Alles klar. Dann geht's hier hin. Okay, Joker-Chance. Sehr gut.
Dann werde ich die mal auf dieses Feld hier mal benutzen. Okay, eine 3 für Aqua. Gut. Okay, da gibt es erstmal ein bisschen was an den Glückskubus ab. Und ich, ja, verliere erstmal meine Maut. Alles klar. Dann nehme ich jetzt das hier. Joker-Chance. Mal sehen, was ich jetzt würfel. Oh, verwirren. Finde ich super. Das heißt, jetzt wird Aqua ein bisschen orientierungslos sein. So, eine 4. Luftstaccato, das nehme ich mit. Drei, vier, fünf. Okay. Da hättest du lieber auf meinem Feld bleiben sollen, dann hättest du weniger Geld ausgeben müssen. Naja. Jetzt aber auch nicht mehr. Alles klar. Läuft ja eigentlich richtig gut für uns, Aqua. Ja, gut. Ja, wahrscheinlich hatte sie ja eh keine Wahl. Sie war ja noch unter der Verwirrung. Da kann sie ja leider nicht mehr bestimmen, auf welchem Feld sie jetzt als nächstes hingehen will, wenn sie an einem Abzweig kommt. Stimmt ja. Aber es war wahrscheinlich nicht ihre Entscheidung, dass sie jetzt hier auf dem Glückskubusfeld dann gelaufen ist. Naja. Okay, jetzt ist sie aber davon befreit. So, und wir holen uns jetzt erstmal Punkte vom Glückskubus. Oh, yes. Und dann natürlich hier noch den Kontrollpunkt. Alles klar. Okay, jetzt brauche ich ja nur noch den roten. Ja, den roten. Den roten, roten. Nehmen wir mal das hier. Okay, von den Punkten her sieht das ja schon mal ganz gut aus. Eins und zwei. Okay, eine 5. Oh, Vitra-Zauber. Das wäre auch nicht schlecht, wenn ich den jetzt kriegen würde. Aber ich lasse es lieber mal. Jo, wir sind gut im Spiel, würde ich sagen. Alles klar. Ich denke mal, einen Zug mache ich vielleicht noch. Oder zwei. Höchstens zwei eigentlich jetzt noch. Und ja, danke für die Punkte. Alles klar, dann mein nächster Zug. Ich würfel. Eine 3 allerdings nur. Na gut, dann werden es doch wohl noch zwei Züge warten müssen. Und oh, ich habe nichts mehr. Gut, jetzt muss ich also mindestens eine 2 würfeln, sonst kriege ich keine Kommandos mehr rein. Und weiter geht's. Eine 3. Das gefällt mir. Okay, gehen wir erstmal hier beim Kontrollpunkt hin. Ich bekomme Punkte und eine neue Karte. Die ich ja noch gleich sogar wieder hier verbrauchen kann. Alles klar. Gut, dann lasse ich Aqua noch erstmal hier schnell ihren Zug machen. Und so wie es aussieht, kann ich noch einmal würfeln. Das passt ja super. Naja, immerhin kamen sie jetzt erstmal sicher nach Hause. Okay, ich werde aber noch eine Weile brauchen. Oh Gott, so viele rote Felder hier und sie gehören alle mir. Ja, okay, ich habe keine Kommandos zum Trümpfe werfen. Na gut, dann machen wir das hier mal. 2, 3, 4 und was ist eigentlich hier auf dem Feld? Na, ist doch egal. Ich werde jetzt das hier aufleveln. Und dann lassen wir Aqua jetzt nochmal würfeln und dann ist es auch gleich soweit. Dann kann ich ja gleich den Part hier beenden. Aber erstmal darf sie hier zweimal werfen. Zwei Würfel. Okay, eine 7. Alles klar. Und da landet sie erstmal eigentlich ja glücklicherweise auf einem leeren Feld, wo sie Fesseln ablegt.
Okay, gut, Freunde, dann bevor ich jetzt hier meinen nächsten Zug hier mache mit Runde 30, oh wow, so weit schon, ja, werde ich erstmal an dieser Stelle hier den Part beenden. Also dann wieder mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen im nächsten Part. Dann geht's hier tatsächlich weiter auf dem Kommandobrett, dem Geheimbrett, wo wir uns, ja, hoffentlich ja bald den Sieg holen werden. Also ich denke mal, ich muss jetzt eigentlich nur noch einmal zum Schlüsselfeld hin und dann eine kleine Runde drehen und dann bin ich auch hier schon fertig. Also dann bis zum nächsten Mal, Freunde, und tschüss!